Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Basiskochen mit Kartoffeln. Wir machen nämlich heute Reibekuchen, also Kartoffelreibekuchen. Und da gibt es ja auch unendlich viele Varianten. Was ich euch jetzt mitgebracht habe, ist quasi die Grundvariante, die ihr nach Belieben variieren könnt. Wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Natürlich brauchen wir für Kartoffelreibekuchen Kartoffeln, und zwar jede Menge. Ich habe hier schon mal 1 Kilo geschält und entsprechend klein gestückelt. Die kommen jetzt hier in unseren Thermomix hinein. Zack. Dann habe ich 150 Gramm Zwiebeln, die sind halbiert, die kommen ebenfalls dazu. 20 Gramm Haferflocken. Das hier sind 20 Gramm Speisenstärke. Ein Ei. Zack. Dann 1 Esslöffel Zitronensaft. 1 Teelöffel Salz. Und 1 Prise Pfeffer. Ich habe euch gesagt, ihr könnt das variieren. Ihr könnt zum Beispiel auch Kartoffel-Gemüse-Reibekuchen machen. Dann ersetzt ihr einfach 1/3 der Kartoffeln durch Gemüse. Das Ganze wird jetzt hier zerkleinert in unserem Thermomix, und zwar 12 Sekunden auf Stufe 5. Das Ganze machen wir mit Hilfe des Spatels. So, und das war's auch schon. Damit ist unser Reibekuchenteig fertig. Je nach Kartoffelsorte kann man natürlich mehr oder sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr Speisenstärke nehmen, dass das nicht ganz so flüssig ist. Ihr könnt natürlich aber auch einfach die Flüssigkeit, die sich dann unten sammelt, weggießen. Ja, das geht natürlich auch. So, und jetzt müssen wir den nur noch anbraten. Dazu, ist das heute einfach. Pfanne erhitzen und Öl kommt in die Pfanne. Und zwar so, dass der Boden der Pfanne bedeckt ist. Also es kann schon ordentlich sein. Ja, er bratet da ja auch mehrere drin an. Das heißt, man muss dann zwischendurch auch immer mal Öl nachfüllen. Und wenn das Öl schön heiß ist, dann nicht zu heiß. Ich mache das immer so bei Induktion auf Stufe 7. 1 bis 2 Esslöffel von dem Teig in die Pfanne. Platt drücken. Rundformen und einfach auf beiden Seiten goldgelb, wie man so schön sagt, anbraten. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir spulen mal kurz vor. So Leute, ich backe jetzt nicht jeden Reibekuchen hier für euch aus. Ihr wisst ja, wie das geht, ne? Beide Seiten und so, goldgelb und so weiter und so fort. Jetzt kommt für mich natürlich noch der entscheidende Geschmackstest. Das war jetzt einer von den krossen Teilen. Ich mag krosse Teile. Wenn ihr mögt, wie gesagt, ihr könnt das Ganze mit Gemüse dann entsprechend noch variieren. Man kann eventuell auch noch ein bisschen Muskatnuss dran machen oder vielleicht auch noch ein paar andere Kräuterchen. Dann hat man da noch mal eine andere Variante zu. Das serviert ihr als Beilage zu Fleisch oder als Hauptgang mit Apfelmus als Beilage oder herzhaft mit Crème fraîche oder mit Räucherlachs, wie auch immer. Da gibt es ja tausende Varianten, wie man diese Reibekuchen verzehren kann. Ich mache das jetzt pur. Noch ein Tipp vielleicht, falls ihr es noch nicht wisst. Es ist immer ganz hilfreich, wenn man die, bevor man die quasi serviert, einfach auf, nachdem man sie aus der Pfanne rausgeholt hat, auf Küchenrolle ein bisschen abtropfen lässt, dass das ganze Fett da nicht drin ist, sondern dass das so ein bisschen zumindest rausgeht. Ja? Weil sonst in meinem Alter kriegt man es an die Galle. Also ich esse die beiden jetzt trotzdem hier. Den Rest backe ich heute Abend aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr so mit Reibekuchen macht. Oder vielleicht habt ihr auch ein eigenes, absolut anderes und total originelles Rezept, das ihr hier gerne mit uns teilen wollt. Dann schreibt das ebenfalls rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, und wenn ihr den Kanal abonniert, dann bekommt ihr jedes Mal eine Mitteilung, wenn wir einen neuen Upload hier auf unserem Kanal haben. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.